Ja, guten Abend. Abend. Ja, ich wünsche euch noch ein glückseliges neues Jahr. Ja, der fränkische Volksmund, der wünscht sich ja fürs kommende Jahr keine Gesundheit, der wünscht sich Glück. Weil er sagt, auf die Titanic waren auch alle gesund und sind trotzdem ersoffen. Ja, und der fränkische Volksmund, der wünscht sich fürs kommende Jahr die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles, weil der muss auch mit jedem Arsch klarkommen. Ja, ich bin ja oft auf Frankens Bühnen unterwegs und wir Franken, wir sind emotionale Gefühlsfeuerwerkler. Kaum betritt ein Künstler die Bühne, brandet ein organstärkenmäßiger Applaus auf, sodass in Bälde Anschluss daran die Statik von den jeweiligen Gebäuden neu berechnet werden muss. Ich hätte mal gesagt, das war jetzt einmal nichts. Ich gehe wieder raus, das spielen wir noch einmal durch. Lächerlich. Ja, ich bedanke mich für diesen spontanen Applaus. Ja, ist ja ein schönes Gebäude. Ne? Da hat ja auch hier die Politik wieder zugeschlagen. Es darf in den Gebäuden nicht mehr geraucht werden. Ich habe nichts gegen Rauche. Im Gegenteil, ich mische mich immer um das Rauchervolk. Da erfährst du was. Also einer ist immer dabei, der blafft dich dann immer so an. So. Stört's dich, wenn ich rauch? Sag ich, mich stört's nicht mal, wenn du brennst. Und dann kommt die fränkische Frage, woher kommst du, wer bist du, was kostet du? Ich komme von meiner bescheidenen Weinhundsbühne aus Oberschwabach im Steigerwald. Ich bin der fränkische Gstanzler und wenn einer 500 Euro verlangt, heißt, er wurde bezahlt. Wenn einer 5.000 Euro verlangt, heißt, er wurde verpflichtet. Wenn einer 50.000 Euro verlangt, heißt, er konnte gewonnen werden. Ich freue mich, dass ich heute hier für euch gewonnen werden konnte. Ja, ich spende ja alles. Den Sternen. Ja, ich habe jetzt meinen 5. Mercedes. Mein Nachbar sagt immer, sag einmal, wo du fährst, du bloß Mercedes, sag ich, das bin ich meinen Rang schuldig. Und das Geld, das bin ich meiner Bank schuldig. Bin ein fränkischer Kulturträger, gebe die fränkische Kultur unverfälscht weiter. Zum Text und Inhalt des meines Vortrages gehe ich voll auf Distanz. Wir Franken sind auch Bayern. Der Lothar Matthäus will nimmer heien. Die Politiker hören auf zu lügen. Das sind die drei größten Märchen Frankens in groben Zügen. Ich bin auch ein fränkischer Erziehungsberechtigter. Ja, und die Presse hat uns Erziehungsberechtigte ja neulich vor der Zeugnisausgabe darauf hingewiesen, wir sollten bei unseren Kindern pädagogisch wertvoll reagieren. Habe ich gemacht, Zeugnis angeschaut, Kinder anreden lassen. Dann habe ich ihnen pädagogisch wertvoll zugestanzelt. Fühlt ihr euch schlapp und euch fehlen die geistigen Mittel? Ja, dann schreibt doch einfach ab, dann schafft auch ihr den Doktortitel. Doch lasst euch nicht erwischen, sonst ist der Doktortitel vom Tisch. Ja, ich muss ja sagen, hier ist ja dieser Sinnpolitiker da. Schätz von meiner Seite.
Falls Höchheim und kein Politiker. Es ist ja schön, dieser politische Fleckerlteppich. Also das ist da, wo ich herkomme, nicht so. Also da gibt es nur eine Farbe. Wo ich herkomme, sind wir politisch gesehen so schwarz, dass wir im Kohlenkeller Schatten werfen. Du kommst auf die Welt, hängt über deine Bettstatt ein Lied, das musst du bis zu deiner Einschulung auswendig können. Der Tag ist schön, die Sonne lacht, das hat die CSU gemacht. Bei Wind, Sturm und Schnee, da war's die SPD. Der fränkische Volksmund sagt ja, wenn ein Politiker die Brille hinlegt, lügt er nicht. Wenn ein Politiker die Brille in der Hand hält, lügt er auch nicht. Wenn ein Politiker die Brille auf der Nase hat, lügt er auch nicht. Er lügt erst, wenn er das Maul aufmacht. Ja, ich möchte ja zwischen den Bayern und Franken ein Reichsklima aufbauen. Wir Franken haben seit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803, viele von euch haben dasselbe noch miterlebt, als uns die bayerischen Truppen zusammen mit den napoleonischen Truppen überfielen und bis heute besetzt halten, ein rein dialektisches, regionales Problem. Gott schütze unser Land vor Bayern, Pest und Brand, vor Irren, die mit Bomben schmeißen und Pfarrerstöchtern, die Merkel heißen. Ich verehre den bayerischen Dialekt. Aber wir Franken haben den schöneren und schwierigeren Dialekt. Also wenn einer nichts kann, also wenn einer keinen Dialekt kann und er trinkt 10 Schoppen Wein, dann kann er noch lang kein Fränkisch. Er ist zwar seine Muttersprache nicht mehr mächtig, aber Fränkisch kann er nicht. Schnitt, Schnitt. Wenn einer nichts kann, keinen Dialekt, befindet sich in der Millionenmetropole Bayerns in München bei der Automobilausstellung. Dann kann er vielleicht sagen, ein Automobil bleibt ein Automobil, da kann man sagen, was man will. Ein Automobil bleibt ein Automobil, gut. Und dann trinkt er 10 Maß Bier. Dann beherrscht er die versoffene bayerische Sprache. Automobil bleibt ein Automobil, da kann man so muss man wui, Automobil, ein Automobil. Ja, ich verehre das bayerische Liedgut. Aber auch wir Franken haben im Liedgut schon die Frau glorifiziert. Da gab es überhaupt noch keine internationale Frauentage. Da habe ich euch Liedgut mitgebracht. Halleluja! Halleluja! Haben sie gesungen. Dann haben sie uns die Weiber genommen. Halleluja, singen wir nimmer. Lass uns die Weiber wiederbringen. Sprach der Abraham zum Bebraham, kann ich mal dein Zebraham? Da sprach der Bebraham zum Abraham, ich frage es mal mein Fraderham, vielleicht kannst du mein Lama ham. Ja, ich habe euch ein Abschiedslied mitgebracht. Es ist aber nicht an euch gerichtet, sondern das schenke ich euch. Es ist fränkisches Liedgut. Wenn ihr mal Gäste habt und die gehen überhaupt nicht vom Acker und ihr müsst den Eiswein schon raufholen,
dann schiebt ihr dieses Lied ein. Der Refrain ist dann zum Mitsingen, das ist auch der wichtigste Teil dieses Liedes. Ich spiel's in S-Dur, gegessen und getrunken wird immer. Konzertant. Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für euch zu gehen. Was ich zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein Augenblick im Stehen. Geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr Hünd, ihr nackerter Hünd. Geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr nackerter Hünd. Und alle, drei, vier. Geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr Hünd, ihr nackerter Hünd. Geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr Hünd, geht hin, ihr nackerter Hünd. Ist es im Frühjahr sonnig und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm. Ist es im Sommer sonnig und heiter, kommt sie wieder und frisst weiter. Und die Moral von der Geschichte, vergiss beim Einkaufen das Hundefutter nicht. Denn im Falle eines Falles, die Verwandtschaft, die frisst alles. Ihr Hund, ihr Hund, ihr Hund, ihr nackerter Hund. Ihr Hund, ihr Hund, ihr nackerter Hund. Lied aus! Betreten schauen die Bayern-Gesichter, den Franken wird's ums Herz jetzt lichter. Er trifft die Bayern stets geballt. Der Otti aus dem Steigerwald. Darf ich Ihnen vorstellen, von der bescheuerten Weindunstbühne in Oberschwabach, das gibt's wirklich, liegt im Steigerwald Ottmar Schmetzer. Auf unseren Ortian Treiber, Daniel Franken, Steigerwald.